wenn man ihn sieht mit der Lederjacke, weiß man sofort Tatort. Und das ist, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen. Das war ein Wunsch von mir, den ich geäußert hatte, als ich das erste Treffen mit den Verantwortlichen gehabt habe vom SWR. Die dann natürlich wissen wollten, wie würde ich mir so eine Figur vorstellen. Ich empfand den halt summa summarum, schnell im Kopf, körperlich fit. Und da habe ich gesagt, dazu würde eigentlich ein Sportwagen aus Stuttgart passen. Ein entsprechender Sportwagen, ein alter Sportwagen. Natürlich ist logisch, ist es kein Polizeifahrzeug. Also wenn wir zu zweit noch jemanden abführen, ist es ein bisschen eng. Aber die Bücher sind halt immer so geschrieben, dass dann sein Auto auch da ist. Ich habe irgendwas gesucht, zu meinem damaligen Polunder noch, meinen gestreiften Hemden, die ich immer anhatte, und den Anzugshosen. Irgendwas, was das bisschen bricht. Und dann habe ich diese Lederjacke gefunden bei der Shoppingtour für das Kostüm. Und das hat ganz gut gepasst. Und das Farbkonzept, das musste ja, wir haben in den ersten Filmen keine Blautöne verwendet. Jedes Parkschild wurde abgeklebt, weil es blau war. Hinten auf dieser Lederjacke ist für meine Begriffe ein ziemlich, ja, wie soll man das ausdrücken, proletarischer, doppelköpfiger Drache drauf gedruckt, den wir erstmal, ich glaube, die ersten zwei Jahre gar nicht wahrgenommen haben, weil wir dachten, das ist ein Wasserfleck oder so. Oder weil ich zufällig in den ersten Folgen gar nicht so massiv von hinten gefilmt wurde. Das ist uns erst später aufgefallen. Dann habe ich erst gedacht, so, es gefällt mir eigentlich überhaupt nicht jetzt irgendwie diesen proletarischen Zug, oder das war auch nicht angedacht irgendwie in der Figur. Und muss sagen, dass es doch einen gewissen Wiedererkennungswert hat, was ich zum Großteil auch verstehen kann auf jeden Fall. Dieses Zeichen sah man nicht, weil es nicht wirklich zu sehen war, aber durch die Jahre und durch das Ausbleichen ist es immer deutlicher geworden. Und deswegen ist es so stark geworden. Ne? Das ja, auch. Das Auto, das ist ja mittlerweile so zur Schimanski-Jacke des 21. Jahrhunderts geworden. Und wir haben, wie auch heute, einen Dreh gehabt in den Weinbergen. Und ich merkte irgendwann von einem Set zum anderen mit dem Auto fahrend, dass mich jemand verfolgt. Und dann angekommen im Weinberg, war das Auto immer noch hinter mir. Ich bin ausgestiegen und es stieg eine Frau aus und hat nur gesagt, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, und guckte auf die Uhr und sagte, ihr müsst schon längst im Büro sein.